Euromax Highlights, Höhepunkte der Woche, das sind unsere Themen. Mit Ausdauer, warum ein Niederländer in Amsterdam jede Nacht in einem anderen Hotel schläft. Mit Feinarbeit, warum die Musikvideos von zwei schwedischen Musikern im Internet so erfolgreich sind. Mit Einfällen, warum der deutsche Peter Schmidt zu einem bedeutenden Produktdesigner wurde. Euromax Highlights. Im Studio Maike Krüger. Hallo aus Berlin. Wer Kinder hat, der weiß, dass sie fast alles kaputt machen können, wenn sie sich nur richtig anstrengen. Das muss ihren Eltern aber egal sein, wenn sie trotz allem teure Designermöbel für ihren Nachwuchs anschaffen. Und es gibt mittlerweile viele, die das wollen. In Europa haben sich bereits zahlreiche Geschäfte auf Möbel für Kinder spezialisiert. Egal ob Stühle, Tische oder Schränke, wer will, kann ein komplettes Kinderzimmer exklusiv möblieren. Der italienische Hersteller Cartel bietet seine Bestseller auch in der Mini-Version an. Den Stuhl Lulu Ghost des französischen Designers Philippe Starck gibt es in 9 verschiedenen Farben. Unsere Kunden sind oft Designer, die gerade Kinder bekommen haben. Dann werden ihnen manche Verhaltensweisen der Kinder einfach bewusster. Zum Beispiel, dass sie gern an der Welt der Großen teilhaben. Und das können sie ohne weiteres. Unsere Kinderstühle sind alle absolut unzerbrechlich. Die Konkurrenz schläft nicht. Auch das deutsche Haus Knoll hat im vergangenen Jahr eine Kinderkollektion seiner bewährten Klassiker produziert. Den sogenannten Warm Chair des finnischen Designers Eero Saarinen gibt es für Erwachsene und Kinder. Genauso wie den weltbekannten Diamond Chair des Italieners Harry Bertoia. Kostenpunkt rund 750 Euro. Das Pariser Geschäft Baluga hat sich auf Designermöbel für Kinder spezialisiert. Auch hier sind besonders die Stühle gefragt. In allen Farben und Formen. Designer lieben es einfach, Stühle zu entwerfen. Und das ist leicht zu verstehen, denn gerade in diesem Bereich gibt es viele Sammler. Fast jeder hat so ein Exemplar bei sich zu Hause stehen. Was viele aber nicht wissen, Designer-Kinderstühle gab es schon in den 50er Jahren. Daher bietet sie auch restaurierte Möbel von namhaften Designern an, darunter diese Kinderstühle von Luigi Collani und Michael Tonnet. Für die zunehmende Nachfrage nach edlem Mobiliar für den Nachwuchs hat Veronique Cotin eine einfache Erklärung. Den Eltern geht es nicht nur darum, ein schönes Kinderzimmer zu haben. Unsere gesamte Lebensweise hat sich verändert. Früher mussten die Kinder in ihrem Zimmer bleiben. Heute kommen sie mit ihren Sachen ins Wohnzimmer, mit ihrem Stuhl. Und niemand will einen hässlichen Stuhl im Wohnzimmer haben. Genauso wenig wie hässliches Spielzeug. Im Moment sind in Paris gerade Original-Schultische aus den 50er bis 70er Jahren sehr gefragt. Auch die Designerin Laure Bayeux profitiert von diesem Vintage-Boom. In ihrem kleinen Atelier restauriert sie alte Kindermöbel. Dieser Wagen hier ist ein Kinderspielzeug aus den 40er Jahren. Wir haben ihm einen neuen Look gegeben, die Herzen ausgesägt und die Originalräder repariert. Ich glaube, was den Leuten an Vintage so gefällt, ist, dass es sie an ihre eigene Kindheit erinnert. Und sie mögen das Holz und die damit verbundene Qualität. Eine Etage tiefer im Laden von Laure Bayeux. Neben restaurierten Antiquitäten aus den 50er bis 70er Jahren stehen neue Möbel, die nach alten Vorlagen gebaut wurden. In diesem Stil lebt die Französin auch bei sich zu Hause. Hier entsprechen die Kinderzimmer dem Designanspruch. Und den Kindern gefällt es auch. Wir haben unseren eigenen Stil. Unser Zimmer ist anders als andere. Und man kann uns nicht so leicht kopieren. Besonders exklusive Designer-Kindermöbel werden immer wieder bei Auktionen versteigert. So am 16. Dezember beim Brüsseler Auktionshaus Pierre Berger. Diese Schulbank von Jules Wapp aus den 60er Jahren wird auf 9.000 bis 12.000 Euro geschätzt. Nur für das Kinderzimmer dann vielleicht doch etwas zu teuer.
ein Sammlerstück eben. Gesammelt hat ein junger Werbefachmann aus den Niederlanden auch. Und zwar jede Menge Erfahrung. Zuerst die, dass Wohnungen in Amsterdam kaum zu finden sind. Und deshalb zog er erstmal ins Hotel. Und er lebt noch immer aus dem Koffer. Seit dem 1. Januar verbringt er jede Nacht in einem anderen Hotelzimmer. Und seine Erlebnisse notiert er in einem Internetblog. Vincent van Dijk in einem kleinen Familienhotel in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Sein ganzer Besitz muss in diesen Koffer passen. Zumindest noch bis Ende des Jahres. So lange dauert noch sein Hotelversuch, von dem der 36-Jährige täglich in seinem Internetblog Amsterdam slaapt, Amsterdam schläft, berichtet. Eines Tages lag ich noch schlafend in meinem Bett und das Zimmermädchen kam rein und zog die Laken ab, bis sie gemerkt hat, dass ich noch im Bett lag. Das war schon ziemlich komisch. Ich musste lachen und dachte, das ist doch eine schöne Geschichte. Nach mehr als 11 Monaten hat sich der niederländische Werbefachmann mit seinem Leben als Hotelnomade gut arrangiert. Ich hatte früher zu Hause viele Dinge, die ich nie benutzt habe. Bei jedem Umzug schleppt man seine Diplome, Bücher und Fotos wieder mit. Dabei braucht man sie meistens doch nie wieder. Ich habe einfach alles weggeworfen und fühle mich so zen-artig befreit. Im Herbst 2009 wollte Vincent van Dijk von Den Haag nach Amsterdam ziehen, weil seine Firma hier ein neues Büro eröffnet hatte. Als er in der Grachtenstadt keine Wohnung fand, hatte der PR-Profi die Idee zu seinem Hotelprojekt. Ich habe einfach ein paar Hotels angerufen und denen von meiner Idee erzählt, Geschichten über Hotels zu veröffentlichen. Viele waren schnell begeistert, denn die Hotelbranche hatte nach der Finanzkrise gerade ein hartes Jahr erlebt. Am Anfang hatte Vincent van Dijk Wochen im Voraus geplant, in welchem Amsterdam-Hotel er übernachten würde. Doch inzwischen entscheidet er sich fast immer spontan und hat bisher fast jedes Mal ein Bett bekommen. Bis auf eine Sommernacht zur Hochsaison. In dieser Nacht waren wegen eines Kongresses sogar die Flughafenhotels ausgebucht. Da habe ich dann die ganze Nacht mit meinen Freunden durchgefeiert und habe dann frühmorgens im nächstbesten Hotel eingecheckt. Für die kommende Nacht will sich der Niederländer ein Luxushotel gönnen. Er wird vom Hoteldirektor persönlich begrüßt. Gleich ist klar, Vincent van Dijk muss für die Übernachtung nichts bezahlen. Er hat eine interessante Art, über Hotels zu schreiben. Alles ist bewusst aus seiner persönlichen Perspektive beschrieben. So bekommen die Leser einen sehr guten Überblick darüber, was es in den Hotels alles gibt und natürlich auch, was fehlt. Und was wir Hoteliers in Amsterdam noch alles verbessern können. Damit der Hoteltester einen möglichst guten Eindruck von diesem Haus bekommt, darf er heute in der Royal Suite übernachten. Andere Hotels stellen ihm Kleidung, Koffer und Computer zur Verfügung. Und seine Wäsche wird kostenlos gereinigt. Sein früheres Leben vermisst Vincent van Dijk nur selten. Ich bin viel ausgeglichener als früher und ich fühle mich richtig gut, obwohl ich 18 Stunden am Tag arbeite. Ich war in diesem Jahr noch nicht einmal krank. Das ist unglaublich. Ich denke, ich habe mich wirklich verändert. Eines hat Vincent van Dijk inzwischen gelernt. Die teuersten Hotels sind nicht immer die besten. Besonders schätzt er guten Service und kleine Aufmerksamkeiten. Ich bekomme immer viele Geschenke in den Hotels, manchmal einen ganzen Tisch voll. Aber ich kann sie nie mitnehmen, denn sie passen nicht in meinen Koffer. Inzwischen hat der Hoteltester auch Angebote von Häusern aus Paris, New York und Rio de Janeiro erhalten. Doch Vincent van Dijk will in Amsterdam bleiben und im nächsten Jahr seine Erlebnisse in einem Buch zusammenfassen. Ich habe inzwischen mehr als 350 Geschichten gesammelt. Das ist fast schon eine Bibel. Aber mein Verleger meint, dass das noch zu viele sind und wir nur die besten Geschichten raussuchen sollen. Das wird schwierig. Wie es dann weitergeht, weiß er noch nicht. Normal in einer Wohnung zu leben, wird ihm jedenfalls schwerfallen, sagt er. Die Silvesternacht will er noch einmal in einem Luxushotel verbringen und als Kontrast dazu anschließend in einem obdachlosen Asyl schlafen.
Es ist 4 Minuten lang und über 8 Millionen Mal wurde es auf der Plattform YouTube angeklickt. Innerhalb nur eines Jahres. Das Video ist ein Hit im Internet. Dahinter steckt ein schwedisches Duo mit dem Namen Romtrek Lorsch. Zumindest für Nicht-Schweden ein Zungenbrecher. Merken sollten wir uns den Namen aber trotzdem. Daniel Larsson und Thomas Reddich. Die beiden Schweden haben mit ihrer Animation tausende Lego-Bausteine zum Leben erweckt. Als Vorlage dienten den beiden alte Computerspiele, wie zum Beispiel Pac-Man von 1980. Die beiden leben auf dem Land, 350 Kilometer westlich der Hauptstadt Stockholm. In dieser Scheune auf einem alten Bauernhof haben sie sich in ihrer Freizeit ein eigenes Filmstudio eingerichtet. Thomas Reddich verdient sein Geld als Schreiner, Daniel Larsson arbeitet in einer Metallbaufirma. Nach Feierabend haben sie in insgesamt 1500 Stunden, also mehr als 2 Monate lang, die einzelnen Figuren für den Film zusammengebaut. Am Anfang haben wir nicht damit gerechnet, dass das so lange dauern würde. Als wir nach Hunderten von Stunden immer noch nicht wirklich weit gekommen waren, konnten wir aber auch nicht mehr zurück, denn dann wäre ja alles umsonst gewesen. Also haben wir einfach weitergemacht. Und so ist der Clip 8-Bit Trip entstanden. Für jede Bewegung des Karatekämpfers wird eine eigene Figur gebaut. Der Auslöser wird am Computer gedrückt, damit nichts verwackelt. Für das nächste Bild wird die passende Figur an genau der gleichen Stelle platziert. Am Ende werden die einzelnen Bilder zusammengesetzt. Im Internet-Clip sieht das Ganze dann so aus. Für die kleinen Plastikbausteine haben sich die beiden bewusst entschieden. Lego-Steine kann man sehr einfach animieren, denn im Gegensatz zu Knet- oder Tonfiguren verlieren sie ihre Form nicht. Man kann mit ihnen bauen, was man will. Außerdem geht es relativ schnell und die Farben bleiben immer gleich. Für ihre Animationen haben sich die zwei Hobbyfilmer einen Spezialtisch gebaut. Mit ihm können sie beispielsweise Drehungen zwischen einzelnen Fotos exakt einstellen. Nur so werden solche fließenden Bewegungen möglich. Das Video von Romtrek Lorsch, Raumkontrolle, wurde im Internet innerhalb eines Jahres über 8 Millionen Mal angeklickt. Ich konnte das kaum glauben. Es war fantastisch. Damit ist ein Traum wahr geworden, denn wir haben da so viel Zeit und Energie reingesteckt. Am ersten Tag haben sich nur ein paar Leute das Video angeschaut und wir dachten, naja. Am zweiten waren es knapp 200 und dann ging es steil nach oben. Nach der ersten Woche waren es 2 Millionen Klicks. Wegen des ganzen Wirbels habe ich kaum geschlafen. Ja, das war wirklich ein tolles Gefühl. Die Videospiele der ersten Konsolen aus den 80er Jahren haben Thomas und Daniel als Jugendliche stundenlang gespielt und ihnen jetzt ein Denkmal in Bausteinen gesetzt. Bisher haben sie 10 Clips mit solchen Animationen im Internet veröffentlicht. Und sie haben noch Material für 100 weitere. Das war unsere Kindheit. Wir sind mit Videospielen und Lego aufgewachsen. Deswegen war es für uns ganz normal, beides miteinander zu kombinieren. Das Tonstudio zu Hause bei Daniel Larsson. Der 30-jährige Schwede komponiert die Musik für die Band. Die orientiert sich am Klang der alten Videospiele. Bitpop nennt sich dieses Genre. Gerade arbeiten die beiden an ihrem 4. Album. Dass ihre Videos im Internet so erfolgreich sind, ihre Musik aber kaum gekauft wird, stört sie nicht.
Natürlich sind die Animationen beliebter als unsere Musik, aber erst durch unsere Musik wirken die Videos. Denn es gibt eine wichtige Verbindung zwischen der Optik und den Klängen. Ich glaube nicht, dass andere Musik dazu passen würde. Das neueste Projekt von Rundreklage, diesmal ganz ohne Steine, eine Animation nur aus Münzen. Noch nicht online, aber schon preisgekrönt. Auf einem der weltweit größten Computerspiele-Festivals in Schweden. Und die beiden planen bereits ihren nächsten Coup, immer darauf hoffend, dass sie ihren persönlichen Zuschauerrekord von über 8 Millionen noch einmal übertreffen können. Zu jedem Gang ein perfekt abgestimmter Wein, das ist in Gourmet-Restaurants so üblich. Und neuerdings gibt es auch die Cuvée-Säfte. Mit dem Begriff Cuvée ist beim Wein die Mischung verschiedener Rebsorten gemeint. Gemischt werden diese Säfte auch. Es ist ein Trend, der jetzt in deutschen Restaurants Einzug gehalten hat. Mixen, schütteln, einschenken. Klaus Ruf ist Chefkoch und mischt leidenschaftlich gerne Getränke. Das Besondere, hier entstehen gerade keine Cocktails, sondern raffinierte Saftmischungen, sogenannte Cuvées. Ja, hier habe ich jetzt einen Apfelzwetschgen-Saft gemixt mit ein bisschen schwarzer Johannisbeersaft und Holunderbeersaft. Das ist eine sogenannte Saft-Cuvée, die wir hier kreiert haben. Und das ist unsere alkoholfreie Alternative zu Weinen, aber die auch den gleichen Genuss verspricht wie Wein. Und diese Kreation entspricht jetzt ungefähr einem Montepulciano-Wein. Ja. Saftmischungen, die wie Weine auf die Speisen abgestimmt sind, liegen im Trend, sagt Gastrokritiker Thomas Neumann. Bei Fachmessen oder Restaurantbesuchen hat er schon oft geschmackvolle, alkoholfreie Getränke probiert. Wir haben festgestellt, dass die Gastronomie speziell kreativer sein möchte und auch andere Säfte anbietet, außer Apfelsaftschorle und Cola, um kreative Kost und kreative Getränke miteinander zu verbinden und auch dem Gast mehr zu bieten als nur alkoholische Getränke. Zurück bei Klaus Ruf, der die Säfte für die Gäste frisch mischt. Er nennt das Nachbauen, weil es für jeden Saft einen Wein als Vorbild gibt. Klaus Ruf benutzt ausschließlich Fruchtdirektsäfte, denn nur die haben natürliche Aromen, die sich wie beim Wein entfalten. Herkömmliche Säfte aus dem Supermarkt sind dagegen künstlich haltbar gemacht, haben kaum noch Aromen und viel zu viel Zucker. Außer den verschiedenen Fruchtdirektsäften kommt nichts anderes ins Glas. Mein besonderes Geheimnis ist das Mischungsverhältnis der Säfte. Also ich habe da lang umeinander experimentiert und die Erfahrung hat dann gezeigt, manche Säfte brauchen einfach zwei verschiedene, manche drei, manche vier, um dann auch das volle Geschmacksvolumen zu erreichen als perfekter Essensbegleiter. Die Rezepte für die Mischungen hält Klaus Ruf streng geheim. In Weiß- oder Rotweingläsern werden die Säfte serviert, damit sich die Aromen entwickeln können. Zum Lamm gibt es einen Mix aus Johannisbeer und Holundersaft. Die Gerbsäure im Holundersaft ist notwendig, um den Geschmack eines trockenen Rotweins zu treffen. Saft statt Wein, das passt zum Zeitgeist. Denn heute verzichtet man eher auf Alkohol als noch vor 20 oder 30 Jahren, meint Gastrokritiker Thomas Neumann. Jetzt lebt man gesundheitsbewusster, man achtet mehr auf seine Gesundheit, man trainiert, man ist fitter und möchte aber auf das Geschmackserlebnis im Einzelnen nicht verzichten. Dadurch geht man ins Restaurant und küvettiert verschiedene Säfte und hat das Geschmackserlebnis während der einzelnen Gänge trotzdem. Eine komplette Übereinstimmung zwischen Saft und Wein kann es nicht geben, denn Saft hat immer mehr Restsüße als Wein. Daher ist es leichter, einen lieblichen Rotwein nachzumischen als einen säurebetonten Riesling. Trotzdem bieten die Säfte viele Aromen und können durchaus auch herb schmecken. Ich bin sehr stolz auf meine Säfte, weil es uns darin gelungen ist, unsere komplette Weinkarte nachzumischen. Und ich glaube, es kann nicht jeder von sich behaupten, dass er mehr als 40 verschiedene Säfte anbieten kann als genussvolle Begleiter zum Essen. Die Säfte kosten zwischen 5 und 7 Euro pro Glas und schmecken immer ein bisschen anders. Denn wie beim Wein ist auch bei Fruchtsäften nicht jeder Jahrgang gleich. Wenn ein Parfum neu kreiert wird, dann fallen den wenigsten solche Worte ein wie verführerisch, erfrischend oder männlich kraftvoll. Dem Produktdesigner Peter Schmidt schon, das ist schließlich sein Job. Seine Parfumflakons haben ihn berühmt gemacht. Aber er entwirft auch ganz andere Dinge. Über ihn ist ein Buch erschienen, Inszenierte Welt ist der Titel. Wir haben ihn in Hamburg getroffen.
Flakons für edle Düfte, Getränkeflaschen oder Verpackungen aller Art. Die Supermärkte und Drogerien sind voll von seinen Kreationen. Einige sind zu Designklassikern geworden. Den Kopf dahinter kennen nur wenige. Peter Schmidt, Deutschlands erfolgreichster Produktdesigner, ist nicht annähernd so prominent wie seine Produkte. Das kommt daher, dass ich mich immer hinter die Produkte gestellt habe und gar nicht im Vordergrund sein wollte. Und auch eigentlich schon früh genug erkannt habe, dass ich lieber meine Schüchternheit und meine Zurückhaltung pflege, als mitzuspielen in einer Welt, die mir gar nicht liegt. Es gibt Menschen, die haben eine Sehnsucht, sich darzustellen. Das habe ich gar nicht. Eher fürchte ich mich. Seine Arbeit bedeutet ihm alles. Vor 4 Jahren wollte sich Peter Schmidt eigentlich zurückziehen, verkaufte sein Designstudio. Doch im kleinen Team arbeitet der 72-Jährige in einem Hamburger Atelier weiter. Gerade hat er wieder einige Flakons entworfen. Mehr als 100 Parfümflaschen hat Peter Schmidt kreiert und damit Trends gesetzt. Sein bekanntestes Stück, eine Arbeit für Jill Sander. Das Fläschchen steht mittlerweile im New Yorker Museum of Modern Art. Die Form hat eine große Bedeutung. Und die Form kann den Duft widerspiegeln, aber wenn es sehr raffiniert wird, geht sie weit darüber hinaus. Also das Geheimnis von großen Düften, von großen Flakons, ist, dass es nicht so ganz genau ineinander hakt. Dass die Fantasie, die Frauen eher haben als Männer, plötzlich mitspielt. 1937 in der süddeutschen Stadt Bayreuth geboren, geht er nach seinem Kunststudium nach Hamburg. Mit Aufträgen für die Modemacherin Jill Sander kommt in den 80er Jahren sein Durchbruch als Produktdesigner. Auch für die Marken Hugo Boss und Joop entwirft er weltbekannte Logos. Sein minimalistischer Stil zieht sich durch alle Arbeiten und prägt in Deutschland auch das öffentliche Leben. Also ich müsste wirklich viel Zeit haben, um nachzudenken. Erst einmal, was ich alles gemacht habe und wann ich alles gemacht habe. Und manches habe ich ja dann auch verdrängt und will es gar nicht mehr wissen. Und manches entdecke ich dann und denke sogar, das war gar nicht so schlecht. Nach mehr als 20 Jahren im Dienst großer Marken sucht Peter Schmidt einen Ausgleich und findet ihn in der klassischen Musik. Für sie hat er seit seiner Jugend in der Wagnerstadt Bayreuth ein Faible. 1994 gestaltet er sein erstes Bühnenbild. Seitdem arbeitet er immer wieder, wie bei dieser Parsifal-Inszenierung, für das Ballett, die Oper und das Theater. Er kreiert Bühnenbilder und Kostüme, mal in Hamburg, Bamberg oder Zürich. Für Peter Schmidt eine Gegenwelt zum Produktdesign. In meinem ursprünglichen Beruf, da gibt es Vorbereitung, Präsentation, man fährt wieder zurück, man kann in die Druckmaschine, man kann in die Glashütte und kann das beobachten, wie es entsteht und man kann es bremsen. Aber in dieser Welt, in der wir hier sind, gibt es das nicht. Der Vorhang geht auf, die Lichter gehen an und dann muss alles funktionieren. Das ist natürlich sehr reizvoll. In seiner Wahlheimat Hamburg hat Peter Schmidt viel zum kulturellen Leben beigetragen. 2006 bekommt er vom Senat den Titel eines Ehrenprofessors. Auch architektonisch setzt er sich ein Denkmal. 2003 gestaltet er Foyer und Lounge der Staatsoper um. Peter Schmidt scheint nie stillzustehen. Als erstes Mal könnte ich mir gar nicht vorstellen, mich nur mit einem Thema zu beschäftigen. Das hat in meinem Leben bisher nicht funktioniert und das wird auch weiterhin nicht funktionieren. Das geht aber darum, dass ich eine vielleicht schon wirklich ein bisschen pathologische, muss man sagen, Sehnsucht nach Gesprächen habe mit Menschen. Ich glaube, das Leben ist hauptsächlich ein Dialog mit anderen Menschen. Um diesem Dialog einen neuen Raum zu geben, hat Peter Schmidt jetzt für die Stadt Frankfurt am Main ein Zukunftsmuseum entworfen. Es beschäftigt sich mit den ökologischen und sozialen Folgen menschlichen Handelns. Der Designer denkt an morgen. Es gibt Gespräche, vor allem immer über Projekte, die mit jungen Menschen zu tun haben. Was nützt es, wenn ich noch was weiß und es nicht weitergeben kann? Mit Nachwuchsdesignern arbeitet Peter Schmidt unermüdlich weiter an Projekten. Etwa an einem Programmheft für die Münchner Philharmoniker.
Und natürlich denkt er bereits über neue Flakons nach. Und alles, was Sie über unsere Sendung wissen wollen, das finden Sie auf unserer Seite im Internet unter www.dbworld.de/euromax. Das war's für heute. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss.